Herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Es geht weiter, wir müssen jetzt, wo sind wir denn jetzt eigentlich stehen geblieben? Wir sind jetzt auf dem Weg nach Hyrule. Genau, reden wir nochmal mit Colin. Ah, Link, komm, lass uns zu Illia gehen. Ach ja, genau, wir sollen zu Illia gehen, genau. Link, wir haben auf dich gewartet. Gestern war so toll, den Affen jagen, das hat wirklich Spaß gemacht. Den hätte ich auch Maro gerne mal gezeigt. In Wirklichkeit hat der Affe doch dich gefangen, oder? Und du, Colin? Alles ist rausgekommen, nur weil du gepetzt hast. Papa hat uns doll ausgeschimpft. Total übel war das. Du willst doch sowieso nur zu Illia, oder? Aber hier kommst du nicht so leicht vorbei. Aber sag mal, Link, willst du mir nicht dein Holzschwert leihen? Wenn ich das nur gestern schon gehabt hätte, dann wäre ich auch ganz allein zurechtgekommen. Na los, gib schon her. Nein. Aber warum denn? Ist doch nichts dabei? Komm, gib schon. Wir bleiben hier, solange bis du das Holzschwert rausrückst. Nein. Ich will nicht. Ich will nicht. Colin, du musst Link auch sagen, dass er uns das Holzschwert geben soll. Sonst lassen wir euch hier nicht vorbei. Dass mein eigener Bruder so gemein sein kann. Jetzt sei nicht so, Link. Gib uns schon das Schwert. Wir passen auch gut drauf auf. Ja, ja, mach halt. Wow, super. Mit diesem Schwert zeige ich 7. Aber renn bitte nicht wieder im Wald und hau Affen kaputt. Link. Danke. Die anderen sind immer so gemein zu mir. Ich verstehe gar nicht, was so lustig daran sein soll, so ein Ding durch die Gegend zu schwingen. Das ist doof und gefährlich. Wenn ich mal groß bin, will ich so sein wie du, Link. Ich würde so gerne reiten. Kannst du mir das nicht beibringen? Ja? Ja, versprochen, ja? Oh Gott. Die Kinder hier, ne? Schrecklich. Okay, kommen wir zu Illia. Ich muss nach Hyrule. Ich habe einen Auftrag zu erledigen. Dankeschön. Dankeschön. Bald ist der Frieden dann auch vorbei, glaube ich. Dann wird hier rumgemetzelt und geschnetzelt. So. Ah, hatte sie die Tür jetzt nicht zugemacht hier? Genau. Link! Denk nicht, du könntest Epona einfach mitnehmen. Denk mal darüber nach, was du getan hast. Vorher mache ich das Tor auf keinen Fall auf. Mein Gott. Ilja, du weißt gar nicht, was gestern passiert ist, oder? Ich weiß nicht, ob ich das richtig erklären kann, aber lass es mich versuchen, ja? Inzwischen kannst du durch den Tunnel dort hinten hineinkriechen, Link. Genau. Den ich am Anfang schon angesprochen habe. Da kriechen wir durch. Sind jetzt eigentlich wieder die Rubine unter den Steinen? Nein. Okay, die sind weg. Okay, cool. Und wir sind geheilt. Ich weiß nicht, ob wir am Ende des Saves geheilt waren. Aber soweit ich mitbekommen habe, ist das bei dem Heldenmodus so, dass wenn man den Spielstand neu lädt, geheilt wird. Relativ ärgerlich. Aber ja, vielleicht wird das später noch gepatcht. Das Spiel ist ja noch nicht raus. Was? Ich wusste gar nicht, dass da... Aber sag mal, Colin. Epona, Link ist dir also immer noch lieber als ich, nach allem, was er dir angetan hat? Sei ganz beruhigt, Link. Es ist glücklicherweise keine schlimme Verletzung. Ihr könnt also zusammen reisen. Nur eines, Link. Eines musst du mir versprechen. Egal, was dir auf der Reise passiert, pass gut auf dich auf. Komm einfach nur wohlbehalten wieder zurück, ja?
Und da sind wir nun in einer anderen Welt, in der Gestalt eines Wolfes, festgekettet. Okay, wir müssen jetzt, glaube ich, auf, genau, auf die Sequenz warten. Hab dich. Oh, da kriegt man ja Angst. Aber ob es wohl so klug ist, so ein knurriges Gesicht zu machen? Was für ein Jammer. Ich hätte dir so gerne geholfen, wenn du ein braves Hündchen gewesen wärst. Ha, gut so. Gehorsamkeit gehört schließlich zum Wesen der Menschen. Aber du bist kein Mensch mehr, sondern eine wilde Bestie. Ach so. Na, bist ein braves Hundchen? Und jetzt sei schön ruhig. Überrascht? Aber wo sind wir hier nur hingekommen? Komm zu mir, dann kann ich es dir zeigen. Gut, dann müssen wir jetzt aus diesem Knast hier rauskommen. Was relativ einfach war, indem wir einfach hier durchbuddeln. Konnte man noch was hier machen? Nee, ne? Okay, dann jetzt hier raus. Wühlen ist so. Guten Tag. Anscheinend bist du ein richtig kluges Hundchen. Du gefällst mir. Ich glaube, ich sollte dir bei der Flucht helfen. Aber dafür wirst du schön brav gehorchen, wenn ich dir etwas sage. Ist das klar? Wenn du etwas von mir willst, drückst du L, um mir ein Zeichen zu geben. Also verstanden? Dann los. Okay. Alles klärchen. Okay, wir sind jetzt hier mit unserer neuen Gefährtin unterwegs. Wir können auch hier wühlen. Ah, komm, Rubine raus. Okay. Haben wir hier, die Tür kann man aufmachen. Da können wir dran ziehen. Da will die Dame uns auch was sagen. Ah.
Ah, einfach die Rubine hier mitnehmen. So, hier, L. L. Manu, was ist denn? Versuch doch einfach mit mal ZL zu drücken. Den Rest findest du schon alleine raus. Fast. So. Lernen wir jetzt erstmal die Mechaniken des Wolfes kennen. Hallo? Komm ich nicht lang? Oh. Was ist das? Ein Geist. Aha, das ist ja... Hehe, pass auf, ich zeige dir etwas Interessantes. Ein Tier wie du sollte erkennen, dass da etwas ist, oder? Drücke X, um dein Gespür zu schärfen und dann sieh genau hin. Hier dürfte ich wohl in Sicherheit sein. Verdammt, keinen Schritt weiter. Stehen bleiben. Geister. Also, Erscheinungen aus der anderen Welt. Dieser Geist ist sicher ein Soldat. Er kommt sicher geradewegs aus der anderen Welt. Hier gibt es noch mehr von diesen Geistern. Du solltest dein Gespür verwenden. Vielleicht wissen die ja, was hier passiert ist. Mhm, aha. Hep. Achso, ich kann das Gespür anlassen. Okay. Du scheinst doch nicht, dich noch nicht an deine Gestalt als wir das Tier gewöhnt zu haben. Deshalb lass ich mich dir sagen, wenn du gegen Gegner kämpfst, erinnere dich an das, was du als Mensch konntest. Dein Instinkt bleibt gleich, auch wenn deine Gestalt sich verändert hat. Mhm. Alles klar. Ich will nicht runterfallen. Ich will jetzt... Da darf ich nicht hoch. So, das hat das geöffnet. So, einmal angegriffen. Ist das jetzt kaputt? Oder nicht? Okay, scheint kaputt zu sein. Ich find's cool, dass da oben die Symbole jetzt sind. Bei A, B und so. Das sind jetzt voll die krassen... Oh nein. Voll die Symbole. Finde ich sehr stylisch. War bei der GameCube und Wii-Version jetzt so nicht... Kommt Wasser raus, ne? Genau. Okay, das ist gut. Oh, ich weiß nicht, ob das gut ist. Vielleicht hätte ich noch was machen müssen vorher. Da ist eine Tür, die noch zu ist. Die machen wir auch mal auf hier. Müsste das... Ah, okay. So. Geh mal schön weg. Nom nom. Einfach die Schädel machen. Was ist denn hier? Kam hier nur das Monster raus? Mehr ist hier nicht. Das ist irgendwie sehr sinnfrei. Na gut. Wir könnten jetzt da hinten rüber schwimmen. Will aber nochmal hier hinten hin. Da waren wir drin. Aber bei das Vieh hier haben wir noch nicht kaputt gemacht. Hier haben wir nicht dran gezogen. Das ist für die da. Für den blauen Rubin. Okay. Ich habe die Menüs noch gar nicht gezeigt. Also wir können jetzt mit dem Steuerkreuz, wenn wir nach links drücken, die Karte ein- und ausblenden. Nach unten ist Ausrüstung und Speichern, so wie es halt auch da steht. Hier können wir auch noch die Option einstellen. Zählmethode halten. Bla bla bla. Helligkeit, Bewegungssteuerung, Rumble-Funktion und all so ein Gebims. Und das war es eigentlich schon an Menüs. Das andere Menü kennen wir ja, das hier. Und auf Minus haben wir gar nichts. Ja, das war's schon. Mehr Menüs gibt's gar nicht. Und ich brauche Zelda eigentlich auch gar nicht. Okay, wir können jetzt dann mal über die Stacheln da schwimmen. Hier haben wir alles gemacht. Geben wir nicht auf den Nerven, Midna. Jetzt habe ich deinen Namen doch gesagt, aber ihr wisst ja eh alle, wer das ist, oder? Ist ja nichts Neues, das Spiel. Ich versuche hier nicht zu spoilern. Für Leute, die das Spiel eventuell noch nicht kennen. Aber es kennt doch im Endeffekt eh jeder, oder? Ich hoffe. So. Hier mal dran. War da ein Gegner? Ah, da war ein Gegner. Ich krieg sie nicht. Okay, okay, so. Keine Rubine verloren, alles klar. Hier ist ein Grüner drin. Zack. Aber die Rubine läppern sich jetzt schon, das ist schon mal ganz cool. So, und hier haben wir noch einen Geist. Was sind das für schwarze Monster? Wo kommen die her? Raus, ich muss hier raus. Okay, die sehen die Monster also auch. Huch. Komm schon hierher. Ich warte ja gerne auf mein... ich warte ja gerne, aber auf meine Seite kommen, das musst du schon selbst schaffen. Was? Ich kann den Wasser nicht angreifen.
So. Das ging. Kann ich tauchen? Ich muss das Wasser wieder ablassen. Moment. Einmal Wasser ablassen. Da war ich. Oh, Kamera. Da hinten ist noch ein Geist. Und da ist auch das, wo ich hin muss. Was sind das nur für schwarze Monster? Solche Biester habe ich noch nie gesehen. Okay. Er war jetzt nicht so die Hilfe. So, kann ich da dran? Ja. Einmal die Tür öffnen, damit das Wasser wieder abfließt. Und ich denke, dann können wir doch zum Midna, oder? Wofür ist das Ding eigentlich hier? Ah, hierfür, damit hier noch mehr Gegner rauskommen. Au! Ob ich nur noch ein Herz habe. Oh, hier ist gar nichts. Weißt du, da öffnest du den Mist nur für die doofen Gegner. So. Und jetzt habe ich die ganze Zeit dieses Pling im Ohr. Toll. Super. Hineingehen. So. Zack. War hier noch einer? Nein. Okay. Kommen leider keine Herzen raus. Ihr Göttin Hyrule, ich bin doch nur ein böser... Ach, ein böser Soldat. Ein einfacher Soldat, der niemand Böses will. Bitte rettet mich von diesen schwarzen Monstern. Uah. Halt, halt, stopp. Hab das Glitzern noch gesehen. So, hör auf zu winken, ich bin schon da. Ha, manchmal führen Umwege eben auch ans Ziel. Übrigens, schärfst du auch immer dein Gespür mit X? Anscheinend sind die Geister hier auch schließlich Soldaten. Sag mal, was meinst du, wo wir hier sind? Du willst doch hier raus, oder? Also gut, Abmarsch. Hallo? Ich höre Gegner. Ich höre ihn schwimmen. Er ist sogar rausgeschwommen. So, weg. So, spüren muss ich hier nichts. Also, gespüren. So, jetzt aber schnell hier hoch. Heppa. Oh nein. Oh Mann, was sollte denn das werden? Ja, hilf mir doch mal. Ich weiß ganz genau, was jetzt kommt. Ihr vielleicht auch. Sag mal, ist das denn so schwer? Ich zeig dir, wo du Halt findest. Nimm mich einfach mit ZL ins Visier und verwende A, um mir zu folgen. Okay, dankeschön. Dankeschön. Liebe Midna. So. Ich kann die Kamera hier leider nicht drehen. Ist das ein Shortcut? Das ist ein Shortcut, oder? Ja, da kommt man, glaube ich, eigentlich nicht hin. Aber da ist ja nichts. Da war nur Schädel und ein Gegner. Nein. Nicht. Ich will doch nur die Dinger kaputt machen, damit ich sicher bin, dass da keine Rubine drin sind. So, einmal hier rüber tänzeln. So, zack, zack, zack. Und schon sind wir oben.